Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode oder Folge oder Part. Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzzylinder. Ja, wir befinden uns immer noch bei der Hexe, wo wir hier sowieso nicht mehr rauskommen. Also muss hier irgendwas sein, wo wir hier weiterkommen. Wir müssen irgendwie was finden, womit wir bei der Hexe die Kugel reinigen können, damit sie uns vorhersagen kann, wo wir den schwarzen Ritter im Prinzip finden oder unsere Zukunft etc. Könnt ihr euch aussuchen. Ich habe keine Peilung, also hier ist noch so ein komischer Kessel. Unser Hänsel ist auch nicht mehr da, da wir ihn angeblich wohl gefüttert haben oder was zu essen gegeben haben. Meinte wohl Gretel, wir haben ihn gemästet und damit wurde er, denke ich mal, hier verarbeitet. Unser armer Hänsel. Und ja, den Pott können wir leider nicht mitnehmen. Wir haben aber immer noch hier Gegenstände im Dings. Und wir haben hier einen auf den Kessel. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwas noch machen kann. Wir können ja mal hier probieren. Das will ich nicht verbrennen. Das will ich nicht verbrennen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir da. Sprühflasche vielleicht. Das will ich nicht verbrennen. Auch nicht. Alles ein bisschen schwierig. Das will ich nicht verbrennen. Ist alles nicht einfach. Was wir hier sozusagen tun können. Haben wir da irgendwas? Luke, ich bin dein Vater. Ja, Luke. Der Ofen ist leer bis auf eine Zentimeter dicke Rußschicht. Eine Zentimeter dicke Rußschicht? Aha. Okay. Können wir das Ding hier schließen? So. Okay. Können wir hier irgendwas... Mann, hier muss doch irgendwas mit der Sprühflasche so an sich sein. Das ist nur ein Knopf. Man bedient ihn mit der Hand. Ach so. Geht hier auch gar nichts. Gute Idee, ich werde mir ein bisschen davon abfüllen. Aha. Okay. Also haben wir jetzt wohl... Ein Kindertag steht hier. Also wir haben uns jetzt wohl irgendwas hier abgefüllt von dem Kessel. Ja, jetzt tragen wir ein Stück von Hänsel hier wohl durch die Gegend oder wie oder was? Ey, ich habe keine Peilung. Gut. Jetzt haben wir ja hier irgendwas mit der Sprühflasche. Wir können ja jetzt nochmal zu der Hexe gehen. Quietsch, quietsch. Und gucken mal, ob wir hier vielleicht irgendwas machen können. Oh, der Kindertag ist fertig. Danke, jetzt kann ich meine Kugel endlich reinigen. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Alter, wie abscheulich ist das denn? Gibt es eine Wiederholung von Alf? Jetzt, wo die Kugel wieder funktioniert, kannst du mir nicht meine Zukunft weissagen? Klar kann ich das. Für nur 2 Goldstücke. Was? Aber ohne mich. 2 Goldstücke und keinen Cent weniger. 2 Goldstücke und keinen Cent weniger. Na Gott sei Dank haben wir ja hier in unserem Inventar 2 Gold. Die geben wir jetzt mal hier der Hexe und mal sehen, was passiert. Ah, der Herr zahlt bar. Wirf es einfach in den Schlitz da drüben und es kann losgehen. Oh ey, auch noch wählerisch. Jetzt müssen wir das hier auch noch im Schlitz schmeißen. Okay, so. Lass uns loslegen. Es passiert was. Hokus pokus. Ja? Ich sehe... Eine rotierende Kugel. Ja? Ich sehe den schwarzen Ritter. Ja! Und wo ist er? Kannst du erkennen, wo er sich versteckt hält? Warte. Geduld. Geduld ist eine Tugend.
Ja, ich kann etwas erkennen. Was? Was siehst du? Ich weiß jetzt, wo er sich aufhält. Endlich, haha. Nun sag schon, wo ist es? Wo ist sein Versteck? Das Versteck des Schwarzen Ritters ist... Ja? Im Sieden. Was? Und weiter? Nichts weiter. Das war's. Ach, das wusste ich schon. Wo genau im Süden? Der Süden ist groß. Toll. Ich guck noch mal. Vielleicht sehe ich noch mehr. Im Süden. Vielleicht sehe ich noch mehr. Hier ist tatsächlich noch was. Was jetzt noch? Sagt dir das Ende der Welt etwas? Das Ende der Welt? Nicht direkt. Tja, aber das ist das, was die Kugel sagt. Das Ende der Welt. Wow. Der Schwarze Ritter befindet sich am Ende der Welt. Im Süden. Na toll, das hilft mir jetzt weiter. Tut mir leid, mehr Infos gibt es nicht. Ich hoffe, Erda kann mir weiterhelfen. Ja, damit haben wir jetzt eine weitere Info, dass der Schwarze Ritter sich am Ende der Welt befindet. Ja. Wie sollen wir da hinkommen? Mit der Black Pearl oder was? Ja, schön. Hat die sonst noch was zu Guten sagen? Guten Tag. Ah, hallo Lanze. Okay. Sie schon hat gut, bis später. Für uns. Ja, bis später. Ja, ciao. Gut, jetzt müssen wir wohl zu unserem Adele. Und? Da ist auch schon. Konnte die Hexe dir helfen? Ja, sie sagte, er liegt im Süden. Im Süden? Aber das wussten wir doch schon. Schlaumeier. Tja, dann sagte sie noch etwas vom Ende der Welt. Sie hat wohl direkt in mein Herz gesehen. Wenn ich Herzelinde nicht finden kann, dann... Das Ende der Welt? Natürlich! Lanze, das ist es! Das Ende der Welt ist eine bekannte Kneipe. Im Süden. Im Süden? Worauf wartest du noch? Lass uns gehen. Olé! Ja, liebe Freunde, und damit haben wir auch diesen Kapitel abgeschlossen und wir reiten durch die Steppe, durch die Prärie, durch die Berge und sind jetzt in Kapitel 3, das Ende der Welt. Ja. Und wir sind gespannt, was uns dort erwartet in Kapitel 3, am Ende der Welt. Es kann ja nur noch bergauf gehen und ich hoffe, wir kommen der Herzelinde immer näher und finden heraus, wer der Schwarze Ritter ist. Warum müssen wir eigentlich schon wieder rasten? Die ganze Reise legst du mir damit jetzt schon in den Ohren. Ein Klotz am Bein ist nichts gegen dich. Der hält wenigstens die Klappe. Und überhaupt, haben wir nicht gerade vorgestern eine Pause gehabt? Sachte, Lanze. Sachte? Sachte, sagt er. Wie soll ich denn sachte bleiben, wenn Herzelinde in Todesgefahr schwebt? Was denkst du denn, warum wir hier kampieren? Weil du schon wieder austreten musstest. Ja, das auch. Aber warum noch? Du hattest Hunger und wolltest einen Kuchen backen. Ja, okay. Und darüber hinaus? Mitten im Wald? Weil du ein Eichhörnchen gesehen hast und es zeichnen wolltest. Ja, ja, ja. Aber vor allem halten wir doch, weil wir angekommen sind. Wir sind da? Willkommen am Ende der Welt. Was? Die Schenke muss gleich auf der anderen Seite des Waldes liegen. Endlich. Ich bleibe hier und pass auf unsere Sachen auf. Und du gib Acht, dass du nicht runterfällst. Boah, Scherzkeks. Ne? Die Welt ist keine Scheibe, mein Freund. So, wir befinden uns jetzt wohl angeblich hier am Ende der Welt. Und ja, was ich zu der Erkenntnis gekommen bin, ist, wie will er jetzt hier mitten im Wald an einem Lagerfeuer einen Kuchen backen? Da stellt sich richtig so die Frage, wie geht das? Ah, okay, das aber dazu, wir werden jetzt erstmal hier gucken, was das hier alles ist. Ich trinke keinen Kaffee, zumindest nicht ohne guten Grund. Ja, nimm mit das Ding. Du Erda, kann ich mir etwas von deinem Kaffee borgen? Klar, aber pass auf.
Er ist diesmal ein wenig stärker geworden als sonst. Sehr schön. Jetzt haben wir wohl Kaffee im Inventar. Wir haben hier ein Wegweiser. Was haben wir hier noch? Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Was hat hier noch der Adel? Hey, aufgewacht. Ich hab nicht geschlafen. Ich hab nur meine Augen ausgeruht. Natürlich. So kann man das auch sehen. Gut, wir haben jetzt hier wieder Fragen, die wir durchforsten können. Ich finde den schwarzen Ritterwald. Sag mal, hast du meinen Zeichenblock gesehen? Und was trinkst du denn da? Ja, den Kaffee haben wir schon. Das brauchen wir, glaube ich, nicht fragen. Aber ich denke mal, wir gehen es trotzdem nochmal durch, um vielleicht weiteres freizulegen. Ich muss zurück an die Arbeit. So, wir fragen mal, ob er unseren Zeichenblock gesehen hat. Sag mal, hast du meinen Zeichenblock gesehen? Es war so ein Bild von Herzelinde drauf. Das soll Herzelinde sein? Hast du das gezeichnet? Also du hast ihn tatsächlich? Gib ihn her. Mann, Lanze, entspann dich doch mal. Wie soll denn das jemals klappen mit euch, wenn du ihr ständig so hinterher dackelst? Wie meinst du denn das jetzt? Also, sie so aus der Ferne bewundern. Ich meine, wem soll denn das nützen? Du musst auf Konfrontationskurs gehen. Sag ihr, dass du sie liebst. Ja, besiege ich 20 schwarze Ritter. Du Lanze, so geht das nicht. Wir üben das jetzt. Oh Mann, und jetzt bevor du es nicht drauf hast, bekommst du auch deinen Block nicht wieder. Üben? Na klar. Bist du bereit? Ja, ich ahne übel Schlimmes. Wenn ich dafür meinen Block zurückbekomme, soll es mir recht sein. Ich habe keine Zeit für Albereien. Wir nehmen mal recht sein. Wenn ich dafür meinen Block zurückbekomme, soll es mir recht sein. Super, Lanze. Es kann sofort losgehen. Hallo, Lanze. Oh mein Gott. Ich bin's, Prinzessin Herzelinde. Boah, das ist nicht dein Ernst. Du musst schon mitspielen, Lanze. Vergiss nicht, es geht um eure gemeinsame Zukunft. Oh, Lanze, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich kann nicht, es geht nicht. Lanze, wenn du dich so anstellst, bekommst du mich nie. Ja, okay. Nein, okay. Was? Weißt du denn die grundlegendsten Sachen nicht? Wenn Frauen Ja sagen, dann meinen sie Nein und umgekehrt. Das weiß doch jeder. Also streng dich ein bisschen an. Los jetzt. Sag mir was Nettes. Zum Beispiel, wie weit du gereist bist, um mich zu sehen. Ach du Scheiße. Wo sind die Augen? Herrlich. Ja, selbst wenn ich den höchsten Berg hätte erklimmen müssen, selbst wenn ich das tiefste Tal hätte durchschreiten müssen und selbst wenn ich quer durch die offene See hätte schwimmen müssen und natürlich auch, ich kann nichts, ich bin irgendwie blockiert. Gut, wir können uns jetzt hier wieder was aussuchen oder uns besser gesagt durchforsten. Wir wählen mal die... Selbst wenn ich den höchsten Berg hätte erklimmen müssen. Stopp mal, Lanze, so geht das nicht. Du weißt ja tatsächlich nicht, wie man mit Frauen spricht. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ist das denn nicht offensichtlich? Wenn Frauen Berg sagen, dann meinen sie Tal. Wenn Frauen Tal sagen, dann meinen sie See. Und wenn Frauen See sagen, dann meinen sie wieder Berg. Bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Also, nochmal. Selbst wenn du den höchsten Berg hättest. Erklimmen müssen, durchschreiten müssen, durchschwimmen müssen. Was war das jetzt gerade? Berg oder See? Durchschreiten müssen? Mhm. Und selbst wenn du das tiefste Tal hättest. Durchreiten, erklimmen, durchschwimmen. Ja, toll. Durchschwimmen müssen? Und selbst wenn du die offene See hättest. Durchschwimmen, durchschreiten? Erklimmen müssen? Sehr schön! Und jetzt sag was Nettes. Mach mir ein Kompliment! Oh mein Gott.
es ergibt aber gar keinen Sinn irgendwie. Okay. Bei einem Anblick würde ich am liebsten laut aufjuchzen. So lieblich ist deine Gestalt. Deine Haut ist schön wie Jade und zart wie die. Wird wie die einer aus. Was? Eine Aussein? Aha. Niemals sind wir uns. Ujaik. Aha. Denn unsere Talente sind eins. Oh Gott, was sind denn das für Komplimente, bitteschön. Bei deinem Anblick würde ich am liebsten laut auf einen. Auf? Nein, noch zehn? Oh Gott. So lieblich ist deine. Gesbergt. Alter, was ist denn das hier für ein Kauderwelsch, bitteschön? Lanze, so wird das nie was. Also ganz ehrlich, jetzt verstehe ich auch, warum du Probleme mit Frauen hast. Deine Haut ist schön wie Neide und zart wie die eine Ataline. Oder Autaline. Oh mein Gott, ey. Niemals sind wir uns uneinig, denn unsere Berglein sind eins. Oh Mann. Okay, bei deinem Anblick, bla bla bla. Bei deinem Anblick würde ich am liebsten laut aufjauchzen, so lieblich ist deine Gestalt. Das soll ein Kompliment sein. Das sieht man es mal wieder. Du hast wirklich keine Ahnung von Frauen. Ja, das ist wohl wahr. Also Lanze, schäm dich echt mal, schäm dich. So, okay, genug erstmal mit diesen Adele hier gequatscht. Wir werden mal hier in Richtung des Wegweisers gehen. Oh, wo sind wir denn hier angelangt? Ey, das sieht mir hier wieder nach einem neuen Rätsel aus. Das ist ja schlimm. Das Spiel ist wirklich überfüllt mit lauter Rätsel, muss ich mal so sagen. Und mal gucken, was ist das hier? Weinfässer? Hebel, hier ist ein Hebel. Was haben wir hier noch? Schädel, wir haben einen Schädel. Das ist hier ein Wasserrad. So, was haben wir hier noch? Feines Schild. Was ist das hier? Gar nichts. Weiter. Dann haben wir hier, was ist das denn hier? Sieht aus wie so eine Schleuder hier, bloß aus dem S gemacht. Gut. Ich glaube, wir werden mal hier reingehen, wa? Ja. Ach du Scheiße. Wir sind ja hier in guter Gesellschaft. Gelegenheitsräuber? Und was er hier? Teilzeiträuber. Wo muss bitte schön der Vollzeiträuber? Alter. Schön. So, hier ist weiter unten irgendwie nichts. Oder übersehe ich hier was? Was ist das hier? Fischernetz. Können wir das nehmen? Oh, zack. Und das haben wir eingesackt. Wir haben jetzt ein Fischernetz geklaut. Geht's hier noch weiter? Oha, was ist er denn hier? Zettel. Was steht da drauf? Auch wenn es in einer Kneipe auf dem Tresen steht, es ist ein Hinweisschild und keine Schale mit Erdnüssen. Schade. Können wir das Schild eigentlich nehmen? Der Zettel sollte hier bleiben, zumindest bis der Wirt zurück ist. Okay. Das können wir nicht nehmen. Was ist das hier? Profiräuber. Guck, hier haben wir schon Profiräuber. Ist ja nice. Aber hier fehlt immer noch der Vollzeiträuber. Na? Und der Anfängerräuber fehlt auch. Aber die sind richtig schön hier, ne? Im Reih und Glied sitzen sie hier schön. Das ist mal richtig gut dargestellt, ne? Hier erstmal der Gelegenheitsräuber, dann hier der Teilzeiträuber und der Profiräuber. Vielleicht geht es ja hier hinten noch weiter. Man weiß es nicht. Wir können ja mal hier hochgehen. Und wir können ja hier mal mit dem Gelegenheitsräuber sprechen. Hallo. Hallo, Fremder. Was führt dich zu mir? Willst du mich etwa zu einer Partie Armdrücken herausfordern? Tja. Aber logisch, werden wir das machen. Zu einer Partie Armdrücken herausfordern.
Okay, warum nicht? Okay, warum nicht? Was machen die da wirklich? Arm drücken? Das ist ja geil. Üb noch ein bisschen. Nächstes Mal bist du fällig. Okay, den haben wir schon mal verloren. Gehen wir mal zu denen hier hin. Hallo. Heder, Sportsfreund. Lust auf eine kleine Runde Armsport? Tja. Na logisch. Sportsfreund. Okay, warum nicht? Okay, warum nicht? Na dann, Hände auf den Tisch. Ja. Und los geht's. Üb noch ein bisschen. Nächstes Mal bist du fällig. Aber sowas von. So, jetzt werden wir mal zu diesem Profi rübergehen. Da haben wir Hallo. Überhaupt keine Na, Chance. Du Opfer. Willst du mal gegen einen richtigen Profi verlieren? Tja. Natürlich, du Opfer. Wir wollen. Okay, warum nicht? Okay, warum nicht? Ich werde dir jetzt die Lektion deines Lebens erteilen. Dann lass mal sehen. Üb noch ein bisschen. Ja. Nächstes Mal bist du fällig. Ja, das war's wohl. Also wir gewinnen wohl gegen Karkein hier, wa? So wie es aussieht. Haben wir hier noch was irgendwie? Was wir hier... Wir gucken mal. Okay. Was haben wir denn hier? So ein Netz? Kaffe? Also irgendwie denke ich mir mal, dass es hier wieder so eine weiteren Rätsel sein werden wird. Oder wir müssen die bestimmt, denke ich mir mal, besiegen. Du Opfer! Ja. Gut, dann gehen wir mal wieder raus aus der Puppenstube. Und hier ist ein Hebel. Wir können ja mal hier gucken, was hier noch so alles ist. Aha, guck an, guck an. Hier ist also wohl eine ganze Menge. Sprechende Schädel? Sowas gibt es doch nur in Computerspielen. Ja, und leider befinden wir uns nicht darin. Sowas kann einen echten Ritter nicht einschüchtern. Nee, das kann es auch nicht. Können wir das nehmen? Ich wollte schon immer so einen Schädel haben. Tatsache, wir könnten das nehmen. Wie geil ist denn das? Bitteschön. So, damit haben wir jetzt einen Schädel hier. Ein Longhorn-Schädel. Longhorn. Alter Longhorn, Junge. Mit Longhorn. Ja. So, wir gucken mal hier, ob wir den Hebel irgendwie... Auf Zuruf wird er wohl kaum reagieren. Ja, du musst ja auch mal dran drücken. Ja, geht das? Oh, damit haben wir jetzt das Wasserrad angehalten. Warum es halt auch immer das für einen Sinn macht. Ich habe keinen Plan. Guck mal hier. Nein, danke, ich bin nicht durstig. Sollst ja auch nicht trinken. Wo kommt eigentlich das Wasser her? Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Wo das Wasser herkommt. Da ist ja irgendwie so ein hoher Felsen hier ist. Oder eine hohe Klippe oder irgendwie sowas. Oder Vorsprung. Mit bloßen Händen kann ich das wohl kaum bewegen. Sollst du ja auch nicht. So, gucken wir das hier. Du kannst mich nicht erschrecken, sinnfreies Warnschild. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Gutbert Gefahr Friedelfried Valentin Lanze. Jep, das bin ich. Was, Friedelfried Valentin Lanze? Ein solider Zaun wäre wahrscheinlich effektiver gewesen. Ja. Das wird schon keiner vermissen. Ja, die ist klar. Hä? Hä? Jetzt haben wir das Ding abgebaut. Umpusten kann man die Stange wohl nicht. Hä? Können wir die Stange vielleicht nehmen? Keine Chance, die Stange sitzt felsenfest. Und wenn wir ein Schwert dagegen kloppen? Keine Chance, die Stange sitzt felsenfest. Okay, und wenn wir vielleicht das Longhorn aufhängen? So, das sollte halten. Ups.
Aha. Jetzt haben wir hier den Longhorn aufgehangen und die Stange hat sich gebogen. Mein Werk spricht für sich. Ja, nu? Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Wir können ja mal hier gucken, ob wir den Hebel wieder anmachen können. Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Mein Werk spricht für sich. Da passiert auch nichts, oder? Mein Werk spricht für sich. Ja, dein Werk spricht für dich. Können wir vielleicht hier was mit dem Netz machen? Da fehlt ein Seil oder so. Wieso? Was willst du mit einem Seil? Solange sich das Wasserrad noch dreht, kann ich hier gar nichts ausrichten. Okay, dann müssen wir den Hebel hier wieder umlegen. So. Vielleicht können wir jetzt irgendwie das Fischernetz da anbringen. Ohne weitere Hilfsmittel kann ich das daran nicht befestigen. Hier. Lieber nicht. Ich würde mir nur das Inventar verkleben. Mann, du sollst das doch bloß verbinden. Das wäre ein ziemlich mieser Köder. Ich kämpfe weder gegen Wind, noch ist so ein Prinzip von mir. Ja. Gut, das funktioniert also nicht. Können wir nochmal hier in die Hütte reingehen? Vielleicht will er einen Kaffee haben. Vielleicht können wir ja hier so ein Tässchen Kaffee geben. Ja, genau. Nein, doch nicht. Was? Auch nicht? Ja, genau. Nein, doch nicht. Okay. Ich werde jetzt erstmal an der Stelle eine Aufnahmepause machen und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen mit 1,5 Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde und am Ende der Welt. Ich bin euer Alpistum 100 und ich sage Ciao.